Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die sogenannte zukünftige Absicherung der Marktkommunikation in der deutschen Energiewirtschaft, zumindest für Strom. Und dieses Video ist dann Teil unserer Playlist rund um die Marktkommunikation, aber auch ein ganz aktuelles Thema, weil es da einen Beschluss von der Bundesnetzagentur erst zum 31. März gab, wie ihr hier dann auch sehen könnt. Also wir hatten uns ja schon mal kurz mit den Datenformaten, die dann zum Oktober kommen sollen, im Rahmen der Marco 2022 auseinandergesetzt. Auch da gab es ja dann schon so eine vorige Meldung hier, Festlegung zur künftigen Absicherung der elektronischen Marco Strom. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also wenn wir in den Beschluss reingehen, BK 621-282, das Festlegungsverfahren lief dann auch schon eine Weile, also ihr habt sicherlich davon gehört. Hier gab es nun also einen Beschluss am 31.03., nämlich der ist jetzt veröffentlicht, bla bla bla. Es wird hier schlussendlich bekannt gegeben, dass, da gehen wir mal rein, es wird spannend, die Übermittlung sämtlicher Nachrichten zur Marktkommunikation Strom bei den Marktregeln, die wir da anwenden, GBKE, MPS, WIM, MABIS, nach nachfolgenden Vorgaben zu erfolgen hat. Wenn wir uns allein das jetzt schon mal durchlesen, sämtliche Nachrichten, dann heißt das natürlich EDIFACT und XML, streng genommen also die gesamte elektronische Marktkommunikation, der gesamte elektronische Datenaustausch in Massenprozessen zwischen Versorgern, Netzbetreibern und so weiter, hat folgendermaßen stattzufinden. Der Datenaustausch zwischen Absender und Empfänger hat unter Verwendung des Nachrichtenprotokolls Applicability Statement 4, AS 4 mit TLS für die Transportsicherung zu erfolgen. Das AS 4 ist schlussendlich ein Standard, wie Datenaustausch im B2B-Umfeld, also zwischen Unternehmen, stattzufinden hat. Dabei ist vielleicht so der zentrale Unterschied, dass es ein Webservice ist und eben nicht so ein klassischer E-Mail-Austausch, wie wir ihn ja in der klassischen EDIFACT-Welt gemacht haben. Also während wir bisher im Großen und Ganzen eine automatisierte E-Mail mit einem Anhang verschickt haben und dieser Anhang war halt eine Textdatei, die dann eine EDIFACT-Datei war, die also den kryptischen Aufbau von EDIFACT hatte. Dieser Aufbau, der kann prinzipiell weiterhin verwendet werden, aber wird eben nicht mehr als E-Mail-Anhang verschickt, sondern muss als Webservice irgendwo zur Verfügung stehen und kann dann vom Empfänger abgerufen werden beispielsweise. Und als zweites ist hier dabei eben wichtig, die Absicherung der Kommunikation hat unter Nutzung der Smart Metering Public Key Infrastructure, das ist diese PKI, von der man auch immer mal wieder liest, und unter Einhaltung der hierfür geltenden kryptografischen Vorgaben, also Verschlüsselungsvorgaben für die Kommunikation des BSI, zu erfolgen. Hierbei sind insbesondere folgende Dokumente jeweils aktuell verbindlich einzuhalten. Certificate Policy rund um die PKI, also wer sich damit beschäftigt, wie die Zertifikate vergeben werden, kennt das. Wenn nicht, habt ihr wahrscheinlich damit nichts zu tun, aber im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus. Bei dieser Verschlüsselung gibt es zweiseitige Nachweise, dass tatsächlich wir dieses Dokument abgeschickt haben und auch wir wirklich der Empfänger sind. Und das ist wie halt so ein doppelter Briefumschlag. Und den einen Briefumschlag kann nur der richtige Empfänger öffnen und der andere ist dann eben dann durch den eigenen internen Schlüssel aufmachbar. Das Prinzip dahinter ist eben auch das der klassischen PGP, E-Mail-Verschlüsselung. Wer sich damit auskennt, weiß da Bescheid. Wer nicht, einfach mal nach PGP zum Beispiel googeln. Das kann man auch selbst mit seinem eigenen E-Mail-Programm einbauen. Das ist so das klassische Beispiel. Und dann eben die TR031094. Das ist die klassische Smart Metering PKI Public Key Infrastructure für Smart Meter Gateways technische Richtlinie, ne, TR ist immer die technische Richtlinie, und die TR031163, die nennt sich kryptografische Vorgaben für Projekte der Bundesregierung Teil 3 intelligente Messsysteme, also auch hier wieder Smart Metering Krams. Diese drei Dokumente sind hier federführend, was die Verschlüsselung angeht. Dann kommt der Zeithorizont und der ist schon ganz schön interessant. Die Übermittlung sämtlicher Nachrichten zur Marco Strom in Anwendung unserer Marktregeln, ne, für Lieferantenwechsel und Standarden, SGTKI, Einspeiseprozesse MPES, Wechselprozesse im Messwesen, also die ganzen Themen rund um Zähler und Parametrierung und so weiter, und die Bilanzierungsthemen in der MABIS, hat spätestens ab dem 1. April 2024 unter
ausschließliche Einhaltung der Vorgaben stattzufinden. Das heißt, ab dem 1.4.24 gibt es nur noch diese AS4-Kommunikation, keinen E-Mail-Versand mehr in klassischer Art und Weise, gar nicht mehr. Und dann ist interessant, im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum März 2024 ist die Umsetzung unter Beachtung des gestuften Einführungsszenarios gemäß Anlage 1 vorzubereiten. Ab Juli ist das vorzubereiten. Keine Sorge, die erste Stufe ist eine Vorbereitung. Daher muss man jetzt nicht zum 1. Juli schon irgendwelche Fakten schaffen, aber im Großen und Ganzen muss es jetzt losgehen. Drittens auch nochmal spannend, die Adressaten dieser Festlegung sind verpflichtet, die zur Umsetzung der vorgenannten Anforderungen erforderlichen weiteren technischen Details zum abgesicherten Austausch zu erarbeiten und der Bundesnetzagentur bis zum 1. Juni, bis zum 1.6.22 vorzulegen. Das sind nur noch 1,5 Monate vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos aus. Huiuiuiuiui. Keine Sorge, sowas bedeutet, dass typischerweise die großen Branchenverbände oder der große Branchenverband BDEW gemeinsam mit wahrscheinlich auch noch anderen Verbänden das ausarbeitet und vorlegt im Namen aller Marktteilnehmer. Dennoch, das ist nicht mehr allzu lang hin. Und Kostenentscheidung bleibt vorbehalten, typische Formulierung. Da kann man sich die restlichen Seiten hier anschauen. Das machen wir dann auch gleich. Ich würde nur vielleicht vorab in dieses Einführungsszenario mal reinschauen. Das ist relativ vielsagend. Das ist dann diese Anlage 1, die hat nur zwei Seiten. Das kann man sich also mal anschauen. So, gestuftes Einführungsszenario. Dann sehen wir ja hier im Jahr 2022 gilt jetzt hier also die Planung bis praktisch Dezember. Muss der Planungsstand dann da sein? Der sagt im Großen und Ganzen aus, man muss als jeglicher Marktteilnehmer evaluieren, welche Umsetzungsaufwände man hat. Also wie aufwendig ist es, diesen Webservice zur Kommunikation aufzubauen? So beispielhafte Bestimmung der notwendigen personellen, finanziellen, zeitlichen Ressourcen sowie das Aufsetzen der entsprechenden Projektgruppen und Umsetzungspläne im individuellen Projektmanagement. Das ist also bis November zu machen. Diese Projektplanung ist durchzuführen. Der 1. Juli ist nur so ein Orientierungspunkt. Man kann gerne auch früher schon anfangen, wenn man keine anderen Aufgaben hat. Dann ist das natürlich gar kein Problem, gerade in der heutigen Energiewirtschaft. So, nach dieser Planungsphase kommen dann Test und Umsetzung, ne? Also von Dezember dieses Jahres bis Ende September 23, Test und Umsetzung. Da sehen wir dann auch schon, ne? Ab diesem Moment kann also diese Kommunikation über diesen Webservice, über AS4 und die Verschlüsselung gemäß PKI durchgeführt werden und praktisch in so einem Austausch in verschiedenen Szenarien. Und es passiert ja tagtäglich, dass in der massenhaften elektronischen Marktkommunikation was schief geht, dass es einfach mal gecheckt wird, wie das so laufen könnte. Also die Phase zielt darauf ab, dass die Adressaten für ihre jeweiligen Systeme, das ist ja das Nächste, jeder nutzt andere ERP-Systeme, CRM-Systeme, Datenaustauschsysteme, Energiedatenmanagementsysteme und so weiter. Ihre spezifischen internen Prozesse, das macht auch wieder jeder anders, das ist so unternehmenskulturell zum Beispiel auch schon an jeweils unterschiedlich und Abläufe. Und für die jeweiligen Softwarelösungen Testroutinen entwickeln und mit diesen beginnen und so der tatsächlichen Workbetrieb vorbereitet wird. Das ist natürlich ein Thema, das wird man wie so oft regelmäßig über Consulting-Häuser abwickeln. Ne? Also holt man sich Dienstleister ran, die das dann für einen machen. Je nachdem, wie stark die eigene Personaldecke hier aber vielleicht auch im Thema drin ist, eventuell kann man es auch einfach selbst hinbekommen und sich halt ein bisschen austauschen über zum Beispiel die Branchenverbände und so weiter. Und dann wird es halt spannend ab Oktober 23 für ein halbes Jahr. Kommt die Übergangsphase mit dem Parallelbetrieb. Und das ist natürlich super spannend, weil Parallelbetrieb sagt es ja schon, in diesem halben Jahr muss dann das AS4-System produktiv stehen und laufen. Und ab hier muss man gemäß diesen Anforderungen kommunizieren können. Aber parallel kann man immer noch mittels S/MIME verschlüsselten E-Mails. Man kann noch darauf zurückgreifen, parallel mit S/MIME diese typischen EDIFACT-E-Mails hin und her zu schicken. S/MIME ist wieder ein Verschlüsselungsstandard. Naja, und dann kommt der April 24, ab dem ist nur noch AS4 durchzuführen, keine Rückfalloption. Die Rückfalloption ist nicht mehr vorgesehen.
Okay, alles klar. Das ist zwar erstmal noch ein bisschen hin, aber die Zeit vergeht auch schnell in der Energiewirtschaft. Wir haben viele, viele Baustellen auf dem Weg. Okay, gehen wir mal nochmal in den Beschluss tiefer rein. Okay, Gründe, da wird dann vor allem darauf hingewiesen, naja, wir haben jetzt einfach ein bisschen Wandel und Interimsmodell und Marco 2020 und jetzt Marco 2022 und diese ganze Thematik rund um die Digitalisierung der Energiewende mit dem Ersteller-Betriebsgesetz und so weiter. Das hat ja alles noch nicht so wirklich die großen Automatisierungseffekte auf unsere Branche ausgeübt. Da soll jetzt mal was passieren. Und deswegen wäre es cool, jetzt AS4 als Webservice mit Smart Metering, PKI-Verschlüsselungshintergründen aufzubauen, um eben einerseits einen Standard wieder im Markt zu haben und das dann eben auch möglichst sicher auf einem hohen Niveau durchführen zu können. Und dass eben alle das Gleiche machen und nutzen. Ne? Dafür muss dann halt die Bundesnetzagentur einmal sagen, ab diesem Datum ist es nur noch so zu machen. So, dann die typische Formulierung hier, es wird immer darauf hingewiesen, wer wurde im Großen und Ganzen mit reingenommen, wie wurde das konsultiert, wann wurde hier zum Beispiel, wann wurden die weiteren Behörden mit reingeholt, wie das BSI. Das kann man sich alles gerne durchlesen. Dann nochmal so rechtliche Hintergründe, die nochmal darauf hinweisen, dass die Bundesnetzagentur diesen Beschluss auch treffen darf. Da kann man streng genommen drüber wegscrollen. Das ist immer so ein bisschen fies, dass am Anfang diese Infos kommen, die aber aus Anwendungssicht nicht so sehr interessant sind. Formelle Rechtmäßigkeit weist nochmal darauf hin, warum kann die Bundesnetzagentur das jetzt beschließen? Naja, auch hier sieht man nochmal Ersteller-Betriebsgesetz und so weiter. Ne? Adressaten, da ist es dann interessant, dass eben wirklich alle relevanten Marktrollen auch angesprochen sind. Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, Bilanzkoordinator, Lieferant, Bilanzkreisverantwortliche, Ersteller-Betreiber, Energieserviceanbieter. Also die typischen Massenprozess- Marktkommunikationsrollen sind hier betroffen. Ausschließlich der Strombereich, nochmal der wichtige Hinweis. Wir driften in dem Sinne natürlich weiter auseinander, dass wir hier diese fancy Kommunikation für Strom dann anwenden und verpflichtend machen und ab April 24 auch nur noch so für Strom Marco über Strom Marco sprechen. Aber was mit Gas? Gibt es da dann weiterhin die ESMA im EDIFACT-Dateien? Ja, mal schauen, mal schauen. So, Stellungnahmen, Anhörungen, bla bla bla, zuständige Behörden, bla bla bla, materielle Rechtmäßigkeit, Aufgreifer ermessen. So, und dann wird langsam begründet, also ab dieser Seite 11 wird so ein bisschen stärker begründet. Da wird natürlich darauf eingegangen, ne, wir hatten einen durchaus relevanten Vorfall im letzten Jahr bezüglich der IT-Sicherheit oder Cyberangriffe auf die Energiewirtschaft. Und allgemein eben auch den Bedarf aufgrund des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende, ne, MSBG und so weiter. Bla bla bla. Es wird also darauf hingewiesen, dass wir ganz dringend was machen müssen. Und AS4 ist durchaus schon unterwegs und genutzt und daher ein guter Standard, den man hier nehmen möchte. So. Und dann wird darauf hingewiesen, okay, nicht unmittelbare Kommunikation mit dem IMS in Bezug auf personenbezogene Daten, messende Zustands- und Stammdaten. Und das ist natürlich super wichtig, weil der ernsthafte Vorteil des intelligenten Messsystems kommt in erster Linie für die Energiewirtschaft selbst zustande, durch zum Beispiel die viel höher aufgelösten Energiemengen. Ne? Dadurch, dass wir nicht mehr einmal im Jahr einen Zählerstand haben, sondern 35.000 Zählerstände im Jahr haben. Dadurch können wir viel bessere Lastprofile aufbauen und dann eben auch Einspeiseprofile aufbauen und haben einen viel besseren Überblick über das, was in der Niederspannung ebenso läuft. Und das ist schon wichtig für den Erfolg der Energiewende und auch für die Versorgungssicherheit, weil es wird ja alles individueller. Auch die Verbraucherseite, gerade die. Und wir müssen das besser im Blick haben. Daher intelligente Messsysteme, ganz klar. Oder zumindest eine ernsthafte, viertelstündlich aufgelöste Übertragung von Daten. Das kann ja auch prinzipiell mit jeder beliebigen anderen Variante gemacht werden, aber das IMS ist nun mal das, worauf wir uns geeinigt haben. Es wird darauf hingewiesen, dass darüber natürlich verschiedenste relevante Stammdaten oder Daten geschickt werden, die personenbezogen sind. Und das bedeutet im Zweifel Verbrauchsverhalten. Das bedeutet Verbrauchsverhalten in Bezug zu Name oder zu anderen Daten, die dann auf eine bestimmte Person hinweisen. Und das ist in einem Land, wo wir sehr, sehr hohen Wert auf Datenschutz stellen und auf Datensparsamkeit natürlich nicht so glücklich. Also soll das mindestens ordentlich verschlüsselt sein. Und deswegen eben hier auch der Schritt in die nächste, in das nächste Level von technischen, kryptografischen, ja, Weiterentwicklungen. Interessant ist dann eben, ne, wenn man das als Webservice nimmt, dass dann eben tatsächlich
Ja, hier gegenüber der klassischen E-Mail-Kommunikation zahlreiche Mehrwerte existieren, die auch die Bedürfnisse im Makro abbilden. Zum Beispiel, dass ein vom Empfänger aktiv auszulösendes Abrufen von Informationen, die vorher dafür bereitgestellt worden sind und freigegeben worden sind, jetzt möglich ist. Das heißt, in Vergangenheit, als Absender habe ich die E-Mail losgeschickt und dann muss sie halt in dem Moment auch reingehen beim Empfänger. Jetzt kann ich sagen, als Absender, ich habe hier meinen Webservice, da stehen jetzt 5 Nachrichten zur Verfügung. Und der Empfänger sagt, alles klar, jetzt will ich die auch gerne haben. Das heißt nicht, dass die erst dann unbedingt wirken, sondern im Zweifel heißt es, jetzt sind die da, schau sie dir mal lieber an, damit du damit arbeiten kannst. Das ist jetzt natürlich nicht so manuell zu verstehen, wie ich das gerade angedeutet habe, sondern das ist natürlich ein Massenprozess, der die ganze Zeit läuft. Das Schöne ist dann eben, dass wir viel, viel besser nachweisen können, dass zum Beispiel eine Nachricht da war und abgerufen wurde. Sie ist damit zugegangen. Das kann der Absender damit also nochmal ein gutes Stück besser verifizieren. Die ist wirklich angekommen. Und gleichzeitig kann eben der Empfänger über seinen eigenen Webservice oder über seine Schnittstelle zum Absender-Webservice den Status zurückgeben, eine Fehlermeldung reingeben und so weiter. Das ist einfach ein bisschen zeitgemäßer, sage ich mal. So, ne, Eigeninitiativ abrufen, E-Mail-Benachrichtigung nicht abwarten und so weiter. Also es gibt hier ein paar interessante Hintergründe, dass das durchaus sinnvoll ist und es auch Erfahrungen gibt, zum Beispiel auch in europäischen Ländern. Die EnsoG als europäischer Gasnetzbetreiberverband hat das auch jetzt für sich so festgelegt, dass sie AS4 nutzen wollen, etc. Es gibt diverse Gründe, warum das jetzt sowieso schon angekommen ist in der Branche. So, auch zur sonstigen Makro gibt es da den Hinweis und auch da die ganz wichtige Information, dass es ist hier immer so verklausuliert. Ich schaue mal, ob das hier irgendwo halbwegs sinnvoll steht. Ansonsten erkläre es euch. Ne? Dass also auch für Daten ohne Personenbezug eine bundesweite Vereinheitlichung der entsprechenden Datenverarbeitung sichergestellt und eine Fragmentierung in verschiedene Standards verhindert werden soll, heißt eben schlussendlich, alles, die gesamte Makro hat so stattzufinden. Die gesamte. Nicht nur ein Standardpaket zum Verbraucher, nicht nur die Energiemenge des Verbrauchers. Alles hat dann über AS4 und SMPKI stattzufinden. Und das ist natürlich insgesamt eine auch kluge Entscheidung, nur noch einen Standard verwenden zu wollen. Weitere Hinweise da auch drunter, also wen das so technisch interessiert, schaut euch das an. Dann wird hier nochmal auf das Einführungsszenario eingegangen, was ich ja gerade gezeigt hatte, mit diesen 4 insgesamt Phasen der Einführung. Das hatten wir. Dann gibt es, oh, das steht ganz schön viel. Dann gibt es die Vorlage der notwendigen Dokumente. Das hat ja auch erwähnt, ne? Bis Juni muss jetzt die Branche vorlegen, wie sie das machen will. Und auch hier steht dann irgendwo, genau, die Beschlusskammer geht davon aus, dass die hier vorgenommene Verpflichtung damit erfüllt ist, wenn die entsprechenden Dokumente unter Federführung des BDEW erarbeitet und zur Verfügung gestellt werden. Also keine Sorge, es muss nicht jeder für sich individuell branchenrelevant das zurückspiegeln, sondern natürlich sollen die Branchenverbände das gemeinsam erarbeiten. Diverse Klarstellungen, dann auch nochmal zum Beispiel auf Bezug, wie die Informationen rund um diese Webservices abgerufen werden können. Da möchte man nicht verpflichtend die, ja, wie jetzt zum Beispiel Codenummer-Datenbank des BDEW verwenden, sondern nur als optionale Ergänzung, als Ergänzungsservice, weil man dem BDEW hier nicht so eine völlige Monopolstellung geben möchte. Ist durchaus sinnvoll. Heißt aber auch, dass hoffentlich die Branchenverbände trotzdem so zentrale Informationsplattformen zur Verfügung stellen, wie diese Kommunikation dann nachher zu managen ist. Und darüber hinaus man das eben bilateral trotzdem gut hinbekommt. Verhältnismäßigkeit. Sie sind verhältnismäßig. Das ist immer so schön, wenn dann die Behörden sagen, ja, zur Einschätzung der Verhältnismäßigkeit, das ist verhältnismäßig. Punkt. Dann ist das einfach so. Ja. Am Ende ja natürlich, wir müssen das machen. Das ist schon ein kluger und wichtiger Schritt, um, wie es hier auch steht, das Sicherheitslevel anzuheben. Naja, man sollte es wirklich machen. Aber es ist wirklich viel, es sind so viele Hausaufgaben, die die Energiewirtschaft auch zu machen hat. Und die letzten Jahre waren es nicht unbedingt einfach. Ne? Und die nächsten Jahre sind auch nicht einfach. Also es muss nebenbei, muss die gesamte Makro auf ein neues technologisches Level gehoben werden. Rechtsmittelbelehrung, etc. Ne? Also das typische Veröffentlichung der Bundesnetzagentur.
Nochmal zusammengefasst lässt sich also sagen, wir werden ab spätestens April 24 ausschließlich nur noch mit AS4 Web Service die Marktkommunikation der Energiewirtschaft abbilden für Strom, nicht für Gas, vielleicht dann auch für Gas, aber erstmal nur für Strom. Es gibt ein verpflichtendes Einführungsszenario, welches dann beschreibt, dass man ab Juli eine Projektplanung machen muss, bis Ende des Jahres oder bis November besser gesagt. Und dann weiter ins Testen geht, dann einen Parallelbetrieb hat und dann ab April praktisch der ausschließliche AS4 Webservice als Kommunikationsgrundlage funktioniert für Strom. Das ist schon spannend. Das ist technologisch sehr interessant. Wer sich mit zum Beispiel eben Kryptographie beschäftigt, wird an sowas Spaß haben. Man kann sich die Standards dahinter auch anschauen. Das ist ja alles relativ öffentlich und auch gut dokumentiert. Und es ist ja auch ein offener Standard. Das heißt, es da gibt auch in der Open Source Community immer viele Informationen, wie damit genau umzugehen ist. Es ist schon interessant und wichtig, tatsächlich wichtig. Nicht nur wegen den Cyber-Hacking-Angriffen, die wir eben so erleben, sondern ganz allgemein, weil wir natürlich auch die Effekte der Digitalisierung der Energiewende langsam mal spüren wollen im Alltag der Energiewirtschaft. Naja, klar. Okay, das war's dann im Großen und Ganzen zu diesem Beschluss. Wichtig ist halt, bis Juni kommt dann die Veröffentlichung der Branchenverbände, BDEW, federführend hoffentlich, ne? Hoffentlich bis Juni. Dann kommt ab Juli die Planungsphase, Projektphase und dann ab Dezember langsam aber sicher testen. Also macht euch Gedanken, macht dazu was, tauscht euch mit euren Partnern dazu aus. Habt ihr erstmal grundsätzliche Fragen dazu, dann gerne unten in die Kommentare schreiben und ansonsten auch wie immer gerne den Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und wenn ihr mehr Material, Schulungsmaterial, E-Books, Online-Kurse rund um die Energiewirtschaft haben wollt, dann seht ihr hier neben mir n1.de, den Link auf unsere eigene Plattform. Da haben wir einen kleinen Shop mit eigenen Produkten auf unserer eigenen Plattform. Okay, soweit dazu. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.